Der Zwickauer Weihnachtszirkus ist mehr als ein herkömmlicher Zirkus. Es ist ein wohldurchdachtes Gesamtkonzept, das sich schon einmal bewährt hat. Auf diesem Erfolg ruhen sich die Veranstalter aber nicht aus, sondern bauen darauf auf. Wie im Vorbericht bereits angekündigt, wurde nicht nur das Programm überarbeitet. 20. Dezember, Premierentag. Schon kurz nach 14 Uhr strömen die ersten Menschen auf den Platz der Völkerfreundschaft. Noch ist der Eingang verschlossen, im Zelt wird geprobt, der Fußboden noch einmal gesaugt, das Bühnenbild komplettiert. Haupt- und Vorzelt erstrahlen im festlichen Glanz. Ja, heute ist Premiere, ist alles vorbereitet, stimmt alles, kannst du losgehen? Also vorbereitet ist alles, aufgeregt sind wir, ohne Ende. Die gestrige Generalprobe lief nicht ganz so gut, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber meist ist es so, wenn die Generalprobe nicht so gut ist, dann umso besser ist eigentlich die erste Vorstellung. Darauf hoffen wir auch. Nee, so wird es auch werden. Und ja, sonst, wie gesagt, alles vorbereitet. Die letzten Aufräumarbeiten sind noch in Gange, aber ja, guter Dinge. Wenig später erfolgt der Einlass. Der Zirkus ist schon außen eine Augenweide. Besonders, wenn es dunkel wird. Über einen roten Teppich schreitet man auch nicht alle Tage. Aber Spaß beiseite, nach dem Betreten des Vorzeltes konnte man schon das eine oder andere A und O hören. Macht das stolz? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir waren genauso wie voriges Jahr waren wir sehr überrascht, dass es dann so gut angekommen ist. Und deswegen haben wir es dieses Jahr noch mal ein bisschen verbessert, ein bisschen verschönert, verändert. Und mal gucken, ob das dieses Jahr wieder so gut ankommt. Die Optik und die Gastronomie ließen keine Wünsche offen. Aber natürlich ist der Hauptgrund für einen Besuch im Zirkus das Programm. Das wurde von den beiden Publikumslieblingen Ramon Roselli und Lorena Hein eröffnet. Unterstützt vom Showballett. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder. Wir begrüßen Sie recht herzlich zum zweiten Zwickauer Weihnachtszirkus. Viel Spaß und gute Unterhaltung bei unserer Weihnachts-Zirkus-Show. So, dann folgte eine kräftige Portion kolumbianisches Temperament. Die kolumbianische Gruppe, die war schon mehrmals in Deutschland gewesen. Die hat zum Beispiel im Kristallpalast gearbeitet. Feuerwerk der Kunst, was von der Polizei veranstaltet wird. Wenn wir von jedem Programmteil nur eine Minute zeigen würden, dann wäre unsere Sendezeit schon längst überschritten. Außerdem wollen wir ja auch nicht zu viel verraten. Das Programm sollten Sie sich vor Ort anschauen. Diese Atmosphäre kann man nur live richtig genießen. Zirkusluft können Sie durch das Fernsehgerät nicht schnuppern. Nichtsdestotrotz, hier ein kleiner Ausschnitt von den Höhepunkten des ersten Teils. Thank you.
hat jeder Gast seine eigenen Vorlieben. Der eine steht auf Akrobatik, der andere gerät beim Showballett aus dem Häuschen. Das alles gehört zum Zirkus, genauso wie der Clown. Der brachte das Zirkuszelt schon im ersten Teil zum Beben. Star-Clown Gadget als Charlie Chaplin hatte auch an diesem Abend wieder das richtige Gespür für seine Mitstreiter. Mit fachkundigem Blick suchte er die besten Talente im Publikum für die Show aus. Das Konzept war ganz einfach. Er machte es vor und seine Mittänzer bzw. Musiker machten es nach. Nein, nicht nur nach. Man möge es uns verzeihen und Clown Gadget wird es uns bestätigen, sie machten es teilweise noch besser als er. Das wiederum riss das Publikum von den Sitzen. So sieht Spaß und Begeisterung aus. Gadget ist Autodidakt, hat weder einen Abschluss an der Zirkusschule noch einen Hochschulabschluss. Er begeistert schon immer mit seiner ganz eigenen Art und Weise das Publikum. 13 Jahre arbeitete er an verschiedenen Theatern, bis er dann endlich zum Zirkus fand. Zahlreiche Preise kann Gadget seinen eigenen nennen. Unter anderem gewann er beim Moskauer Zirkusfestival und beim holländischen World Festival den Publikumspreis. Vor 8 Jahren war er schon einmal in Zwickau zu Gast, damals im renommierten russischen Staatszirkus und dem bekannten Star-Clown Oleg Popow. Ich wünsche den Menschen, dass sie nie verlernen, in ihrem Herzen fröhlich zu sein, denn Lachen verlängert das Leben, meint er. Wenn Sie auch wieder einmal aus vollem Herzen lachen möchten und uralt werden wollen, dann müssen Sie sich ranhalten. Es gibt noch Karten, allerdings muss ich sagen, es sind sehr, sehr viele Vorstellungen mittlerweile ausverkauft oder so gut wie ausverkauft. Es gibt nur noch einzelne Plätze. Na dann, warten Sie nicht zu lange.